Yo Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr abends ins Bett geht und euch fragt, was habe ich bitteschön heute überhaupt geschafft? Ich habe so wenig erledigt und bin noch nicht mal mehr zum Sport gegangen. Oftmals bleiben dann so viele wichtige Dinge auf der Strecke, auch das Training bleibt bei vielen auf der Strecke und sie fragen sich einfach, was ist eigentlich mit meiner Produktivität los? Andere Leute schaffen so viel, warum schaffe ich es nicht? Genau dieses Gefühl hatte ich früher sehr oft gehabt. Ich bin vielleicht sehr kreativ, aber dafür eben nicht strukturiert. Und ich dachte mir, okay, so kann es aber auch nicht weitergehen. Ich brauche einfach eine Struktur, die mein Leben organisiert, sodass ich am Ende des Tages, am Ende jeden Tages mit meiner Leistung zufrieden bin und mit diesem Gefühl ins Bett gehen kann. Und dann habe ich mich informiert, wie es Top-Manager machen, wie es in DAX-notierten Unternehmen gemacht wird. Ich habe mir aus vielen verschiedenen Richtungen Wissen reingeholt, habe Bücher gelesen, habe mich informiert und für mich ein System gefunden, was jeder von euch anwenden kann, wenn er es anwenden will. Und ich sage euch, es kann euer Leben verändern, es kann euer Leben verbessern, wenn ihr es wirklich wollt. Es wird viele Leute geben, die mir jetzt dann unter dieses Video kommentieren werden. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Macht es einfach. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Setzt das Ganze um. Mein Tag hat dadurch eine wesentlich bessere Struktur bekommen und ich schaffe eben auch die Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Und ganz wichtig ist für mich natürlich auch mein Training. Und zwar folgendes. Ihr bereitet jeden Tag vor, indem ihr 6 Aufgaben für euch definiert, die ihr am Folgetag erledigen werdet. Nicht 7 oder 8, auch nicht 12 oder 10, sondern 6 Aufgaben sind für jeden machbar. Und wenn ihr am nächsten Tag diese 6 Aufgaben erledigt habt und es ist 14 Uhr, Glückwunsch, dann macht ihr Feierabend. Wenn es 23.30 Uhr ist, dann macht ihr eben erst um 23.30 Uhr Feierabend. Und zwar folgendes. Diese 6 Aufgaben schreibt ihr euch am Vorabend auf einen Zettel in der Reihenfolge, in der sie am wichtigsten sind. Die erste Aufgabe ist am wichtigsten, die 6. Aufgabe ist am wenigsten wichtig und in der Reihenfolge schreibt ihr sie auf, legt euch den Zettel hin, geht dann mit gutem Gewissen, mit gutem Gefühl schlafen, denn ihr habt einen Plan, ihr habt euch vorbereitet, ihr habt euch schon mal strukturiert und könnt also wunderbar schlafen gehen, denn ihr wisst, wie der nächste Tag losgeht. Nachdem ihr euch gut regeneriert habt in der Nachtruhe, versucht ihr am nächsten Tag so früh wie möglich aufzustehen, wenn es für euch möglich ist, Schüler und diejenigen, die einen vorstrukturierten Tag haben von jemandem anders den Tag strukturiert bekommen haben, die haben dann eben erst die Möglichkeit ab 16 Uhr oder was auch immer diesen Zettel abzuarbeiten. Der Tag beginnt mit der ersten Aufgabe, mit der wichtigsten Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe wird als erstes erledigt und danach geht es nicht zur Aufgabe 2, 3, 4, 5, 6 über, sondern danach geht es erstmal zum Training. Das heißt im Klartext, wenn ihr die erste, die wichtigste Aufgabe erledigt habt, fällt euch schon mal ein großer Stein vom Herzen, dann geht ihr zum Sport, ihr habt ein gutes Gefühl, ihr seid noch nicht verbraucht, euch hat noch niemand abgefuckt, ihr seid einfach noch voller Energie und mit dieser vollen Energie werdet ihr immer eine bessere Trainingsleistung erzielen, als wenn ihr erstmal von anderen Leuten genervt wurdet, als wenn ihr irgendwann mental auch völlig down seid, wenn ihr keine Konzentration mehr habt. Dieses ganze Trainingsgebooster reingeschepper bringt euch dann auch nicht mehr das, was ihr braucht, sondern wer einfach mental am Ende ist, wer von der Konzentration am Ende ist, der wird dann im Training in den allerseltensten Fällen über sich hinaus wachsen. Das heißt im Klartext, erst die wichtigste Aufgabe, dann zum Training, dann mit dem guten Gefühl der guten Trainingsleistung nach Hause wieder Aufgabe 2 bis 6 abarbeiten und genau das ist der Clou. Ihr werdet die gesamte Energie, nachdem ihr im Training eine gute Leistung gebracht habt, mitnehmen, den gesamten Schwung werdet ihr nutzen, das gute Gefühl, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, um die restlichen Aufgaben abzuarbeiten und am Ende des Tages könnt ihr euch einfach gut fühlen, bereitet wieder den Folgetag vor und genau das ist mein Geheimrezept. Ich weiß genau, dass jetzt viele sagen werden, ja, das ist ja wunderbar für Selbstständige oder für diejenigen, die sich eben ihren Tag selbst organisieren müssen. Ihr könnt es auch, wenn ihr eben arbeitstätig seid oder wenn ihr in die Schule geht, ihr müsst einfach einen Weg für euch finden. Wo ein Wille ist, ist ein Weg und verlangt auf gar keinen Fall, dass ein anderer euch irgendwie den Masterplan macht. Ich bin nicht euer Papa, ich bin auch nicht derjenige, der euch das irgendwie vorstrukturieren muss, denn ihr seid eures Glückes Schmied. Daran müsst ihr immer denken, ihr seid verantwortlich, egal ob 14 oder 15 oder 27 oder 28. Ihr seid für euch verantwortlich, ihr seid für euren Erfolg verantwortlich und wenn ihr es wirklich wollt, dann könnt ihr eben mit diesem ganz einfachen Trick, der eben auch in vielen DAX-notierten Unternehmen von Top-Managern gemacht wird, könnt ihr euren Tag strukturieren und ich sage euch, mein Leben hat es verändert. Ich gehe jeden Abend mit einem guten Gefühl ins Bett, auch wenn es manchmal sehr spät wird, kann ich einfach sagen, heute habe ich eine gute Leistung gebracht und mit diesem Gefühl eines Gewinners gehe ich dann ganz anders schlafen, als wenn ich mich einfach nur kacke
Kackgefühle. Alles klar, so viel dazu. Ich hoffe, ihr könnt euch davon irgendwas abschauen. Setzt es um, wenn ihr es umsetzen wollt. Sagt niemals, es geht nicht, denn es geht immer nur für denjenigen nicht, der sagt, ich kann nicht, es geht nicht. Für alle anderen bedeutet es rein gar nichts. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.